Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Röhrenbude. Ich hasse diesen verdammten Hall. Im Ernst, jetzt kann ich auch den Lautsprecher ausmachen. Ich nehme jetzt nämlich alleine auf diese Folge Fischfleisch. Coolsurf hat gerade noch verlassen. Ich denke, ich werde heute mal einen Troll machen. Nachdem ich in der letzten Folge begonnen habe, meine neue Base zu bauen. Nee, ich habe das nicht in der letzten Folge begonnen, ich bin dumm. Aber erstmal. Zack. Wo ist mein Leder? Da. Ich bin jetzt nicht so bewandert, was Büchercraften angeht, also sorry, falls ich da was falsch mache. Ich denke, ich werde es gleich googeln, wie das geht. Ja, Mann, ich bin schlau. Ich habe eigenhändig rausgefunden, wie ich Bücher crafte. Dann das und das. Ihr seht schon, was ich machen will. Okay. Den Zaubertisch werde ich mehr versteckt bauen. Zack. Ich sollte mir, denke ich, mal meine Fackeln graben. Das ist noch das Hauptproblem hier in der Base. Ich muss die mal ausleuchten. Also jetzt natürlich noch nicht richtig versteckt. Ich will hier noch einen Geheimraum hinbauen. Aber fürs Erste stelle ich mal hier einen Zaubertisch hin. Und dann, natürlich werde ich das auch noch verändern, wenn ich Bücherregale habe. Da muss ich aber noch ein bisschen für farmen. Ich würde sagen mal, ich muss mir komplett neue Eisenrüstung mal craften. Haltbarkeit, schusssicher. Ich sollte, denke ich, erstmal warten, bis ich ein bisschen Bücherregale habe. Dafür habe ich mir ja auch, also ein bisschen was abzweigen, Zuckerrohr kann ich mir bei Gommes Lehrling. Und ich habe mir in der letzten Folge zwei ein bisschen sture Kühe geholt. Was brauche ich an Rüstung? Hose und Schuhe. Oh, mein Eisen wird auch langsam knapp. Ich habe wirklich einen Mangel an Ressourcen. Ich könnte mir jetzt noch einmal Schuhe machen. Ich denke, das schmelze ich mal ein. Wie viel Kohle habe ich? Okay, genug. Das Obsidian mal ablegen. Ich würde halt gerne Slimes finden, um mir für den Geheimraum Pistons machen zu können. War hier. Meine verbrauchte Rüstung aus der anderen Base kann ich dann vielleicht auch irgendwann noch holen. Bringt jetzt halt nicht gerade viel. Hust, hust. Ich mache jetzt einfach hier mal ein bisschen. Zack. Ich bin allein auf dem Server, also kann ich die Nacht einfach überspringen. Hier seht ihr auch, Coolsurf hat verlassen als letztes im Chat. Gut. Ich wollte ja, wie schon erwähnt, jemanden trollen. Ich guck nochmal, wie ich das mache. Aber ich denke, ich nehme den guten Coolsurfer mal. Ja, Creeper, ich liebe sie. Da sehen wir auch das Hauptproblem an meiner Base. Die Offenheit. Ich muss mindestens noch eine Tür vor den Höhleneingang bauen. Gut. Ich will irgendeinen richtig dummen, bekifften Troll machen. Und ich überlege gerade, was sich da machen lässt.
Ich weiß, ich hätte vielleicht ein bisschen was planen können, aber komm, improvisiert ist immer besser. Da ist ein Zombie. Ich hätte mir eine Schere mitnehmen können, weil das braune Schaf hier die ganze Zeit schon rumsteht. Aber egal. Oder? Nee, dafür hätte ich meine Diaspitzhacke gebraucht. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht hier das Nether-Portal verstecke. Was kann ich machen? Vielleicht mache ich hier auch gleich mehrere Trolls. Hier der Coolsurfer, hier ist Gommes Lehrling, hat übrigens ein Loch im Zaun, an dem ich nicht schuld bin. Falls du das hier siehst, reparier das mal. Daran ist niemand schuld, außer der, der es gebaut hat. Das klassische Loch wäre zu lame. Wenn ich schon Pistons hätte, würde ich machen, dass hier der Boden weggezogen wird. Aber ich will irgendwas Dummes machen. Oh ja, hier ist sogar zwei Blöcke tief. So, ich bin jetzt kein Arschloch oder so. Warum ist hier eigentlich so ein komischer Raum? Der ein Haustier tötet, aber... Verstecken, ja. Leider gibt es keine dummen Steinrüstungen oder so einen Kack. Und ich will auch wissen, wo Coolsurfer und Gommes Lehrling ihren Zaubertisch versteckt haben. Es gibt einen Ort, den ich mir irgendwie vorstellen könnte, weil er für mich keinen Sinn macht. Jedenfalls, wozu kann man hier überhaupt aufs Dach? Es gibt keinen Grund. Warte. Ah, nur eine Fackel. Ich dachte, das ist irgendein Braustein oder so. Hier, ich nehme da nichts raus. Keine Angst, ich bin nicht so ein Arschloch. Auch wenn du das siehst, Gommes Lehrling. Dann haben wir schon die nächste Folge ewig abgedreht. Aber ich bin nicht so ein Arschloch, dass ich da einfach was wegnehme. Das haben wir auch vorher im Projekt schon besprochen. Wir wollen uns trollen, aber nicht asozial werden. So. Und dann sind wir bei Coolsurfer. Boah, wenn ich es irgendwie hinkriegen würde, würde ich gerne seine ganzen Tiere auf sein Schiff bringen. Leute, Hilfe! Meine Steuerung. Irgendwas passt gerade nicht. Komm. Hier, die Tiere brauchen auch ein bisschen Freilauf. Da kann man mal hier... Genau bei der... Alter, meine Steuerung ist gerade am Kacken, ne? Kommt, hier habt ihr ein bisschen Freilauf, aber... Einen Moment. Bevor ich... Nein! Och, komm, nein! Mehr bricht da jetzt erstmal nicht aus, denn vorher... Ich habe jetzt zwar nichts dabei zum Dirt schnell abbauen, aber das dauert jetzt allgemein nicht so lange.
Dann. Ich probiere es nochmal mit dem da. Wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Fischfleisch. Bis dahin, komm nochmal mit. Das Schwein blockiert. Hier muss ich vielleicht auch mal noch den machen. Zack. Boah. Kann das Schaf mal wieder? Genau. Wir sehen uns. Ciao.